Sollte er Spiel Nummer 14 gewinnen, dann hat er auch diese Show gewonnen. Und so heißt Spiel Nummer 14. Einfüllen heißt das Spiel. Jetzt kommt es ein bisschen auf Geschick an und auch wieder ruhige Hand. Kommt ruhig nach vorne. Folgendermaßen. Ihr habt einen leeren Behälter hier vor euch stehen. Den müsst ihr auffüllen. Ich nenne euch gleich irgendeine Grammzahl. Was weiß ich, 80. Dann müsst ihr mit der Flüssigkeit genau 80 Gramm abfüllen. Ihr müsst nicht schätzen. Ihr habt auf eurer Seite auch die Grammzahl da stehen. Das heißt, versucht einfach 80. Hör mir zu, anstatt da blöd rumzuspielen. Versucht einfach 80. Das war dein letzter. Aber was heißt das? Wir sehen das gleich? Genau. Ne? Moment, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich sage 80, ihr füllt 80 ab. Ja. Wenn ihr 80 habt, du siehst es ja, oh, ich habe 80, drückst du die Glocke. Okay. Und wenn es auch nach der, wenn du die Glocke drückst, bestimmt 80. Ist nicht so aufs, nach dem Motto. Es ist nicht nach Gefühl. Nicht nach Gefühl. Solltest du 100 Gramm jetzt da aufgefüllt haben, kannst du natürlich wieder was zurückkippen. Mhm. Okay. Es müssen aber die Grammzahlen. Also kann ich das hier so wieder. Okay. Genau. Es muss aber 80,0 sein oder 80,0. Wenn ich sage 80 Gramm, dann 80 Gramm. Also 80,0. Ja? Das ist ja fast unmöglich. Es gibt nur Gramm. Mach dir jetzt davon keinen Kopf. Können wir das später ausdiskutieren? Ja, so, ja. Es zählt der Moment, wo du auf die Klingel drückst. Weil es kann passieren, wenn du hier drauf drückst, dass er auf einmal 81 steht. Ja. Aber wenn du hier drauf drückst und es ist noch die 80 zu sehen, zählt 80. Okay. So. Du hast ja einfach rumgespielt. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe das doch gesehen, dass du deinen Finger da die ganze Zeit überall reinsteckst. Also ich muss da nichts machen an diesen Knöpfen. Finger da. Weg, verdammt nochmal. Ja. Ganz kurz, ich muss da nichts machen. Nein, das mache alles ich. Ich habe jetzt beides nochmal auf Null gestellt. Ich sage euch jetzt gleich eine Grammzahl. Ihr füllt das Wasser in den Becher. Mhm. Genau, Hände weg. Ja, ja. Genau die Grammzahl, die ich euch sage. Es ist auch für mich sechste Stunde, Freunde. Okay. Ja, ich will auch nach Hause. Okay. Also streckt euch jetzt gefälligst mal an und hört mir zu. Ich sage, um was klar auszudrücken, ich sage erst. Guck, ich habe nichts. Ich habe nichts angefasst. Ja, ist okay. Ich sage erst die Grammzahl und dann los. Also nicht sofort los. Aber jetzt warte mal, jetzt was jetzt. Ich drück gleich. Ja. Ja, ja. Hat sich was verändert? Ja. Ich wollte es nur sagen. Guck, jetzt korrigierst du es anscheinend doch. So. Ihr labert einfach zu lange. So. Grammzahl ist 100 Gramm. Los. So, also langsam rantasten, hinschauen. Und natürlich geht es auch nach Zeit, denn wer als erstes klingelt. So, ein bisschen viel hin und her. Man wird irgendwann auch raus haben, wie viel Tropfen dann genau ein Gramm sind vielleicht oder zwei. Das werden die beiden jetzt gleich rauskriegen. 96. 101. Ein Gramm. Eins. Eins. Bühlen drückt als erstes. Er hat gedrückt. Bühlen war schneller. Ja. 100 Gramm. Genau auf den Punkt getroffen. Sehr schön. Bitte wieder die Flüssigkeit ins Glas. Einmal die Waage abwischen. Auch einmal wischen wir die Waage auch ab. Erster Punkt. Bülent, vier Durchgänge muss man gewinnen. Stell das Glas wieder da drauf. Aber da ist natürlich jetzt schon ein bisschen was drin, ne? Ja, also, deswegen drücke ich ja gleich auf. Ja, ist okay. Du bist auf Null, ich drücke trotzdem gerne da drauf. Ich drücke gerne Knöpfe. Die Grammzahl, die wir jetzt brauchen, sind noch nicht anfassen. 303 und. Hallo! Also ja. 333, los. 333? 333. So, wir sind im Matchballspiel hier für Bülent Ceylan. 333 Gramm müssen es sein. Linke steht also ein bisschen unter Druck. Und ist leicht drüber. Bülent macht das Ding. Super, wie er das macht. Ja. Jetzt ist es umgeklappt, aber als er geklingelt hat, war 333. War die 333 da. Sehr gut. Wieder das Wasser umkippen. Hast du gut?
Und guck, warte bitte auch auf mein Los. Gucken nochmal hin. Gleich das hier. Meine Frau freut sich. Hey, Achtung, macht wir ja bleiben auf dem Display. Vielleicht noch einen kleinen Augenblick. Nee, aber Sie haben es ja gesehen, dass zweiter es irgendwie klappt. Punkt. Beim Klingeln entscheiden. So, sorry, dass ich nochmal reingelegt habe. Zwei brauchen noch. Nimm das jetzt hier nicht. Guck mich nicht so an. Ich streng dich gefälligst an. Ja, ja. Es geht um viel Kohle, nicht nur für dich. Die Grammzahl, die wir jetzt suchen, sind 500. 500 was? 500. Ha, hallo. Meine Fresse, ey. Los. So. Wir brauchen einen Punkt. 4,50. Beide in der Nähe. Ganz dicht nein. dran. Nein. Ich hab mich verklingelt. Ich hab schon geklingelt. Ja, du hast schon... Ja. Was, das war ist raus, was? Ja, war okay. Blöd, ne? Ich hab 499. Das ist ohrenhoch. Ja. Okay. Ja. Das heißt, du bekommst den Punkt, weil nicht geschafft. Was ist denn mit dir los? Das ist ein bisschen durch, ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese Sendung hier kommt bei dir nächstes als Experiment irgendwie. Ich war aber Schlag den Star, das war aber auch ein großartiges Experiment. Ein Punkt braucht Bülent jetzt noch. Er muss jetzt richtig machen. Jetzt ist der richtige Matchball also. Hände weg. Oh Mann. Wir suchen 499. Los. 499, die haben Sie gerade schon mal ganz kurz gesehen. Also. Oh, hier muss wieder was zurückkippen. Bülent tastet sich von unten ran. 3 Gramm zu viel. Oh, meine Güte. Wieder ein bisschen was zurück. Ein bisschen zu viel. Achtung, Achtung. Werden wir Konfetti sehen? Oh. Ich war bei 499. Doch. Es war 499. Oh. Hab ich gedrückt. Oh. Oh, die Slow Motion. Wir gucken. Nein. Oh, Jungs. Es war 490 gedrückt. Ja, ich hab das so... Nee. Ja, nochmal. Da, nee. Da war schon 500, bevor du überhaupt unten warst. Ja. Ja. Punkt für Jenke. Boah. Wieder umkippen. Ich hatte 499. Ja, war gut. Alles gut. Aber als sie zurückkam, waren es plötzlich 500. So. Also, warte mal, jetzt hier. Den da. Ja, drück du nochmal. Ich drücke. Schnäppchen. Wir suchen jetzt 250 Gramm. Mhm. Los. Es bleibt natürlich dabei, aus Sicht von Bülent. Ein Punkt, gerade 250. Kommt wieder von unten. 1 Gramm. Eins drüber, 2 drüber. So. Das sind wie viele Tropfen? 1, 2 Tropfen. Da. Jenke 250. Ist noch da. Der ist noch da. Er ist noch da. Drei zu zwei. Oh, shit. Und nach wie vor gut, Jenke. Macht so spannend. Ja, das viel. Wir suchen jetzt, wir brauchen 60 Gramm. Los. So. 60. 6, 0. Oh. Jetzt haben wir es mal gesehen. Gucken. Boah, nee. Es könnte auch hier sein. Wir müssen gucken, wir haben alle noch nicht hingeguckt. Er war so schnell. Wir gucken es uns an. Achtung. Ja, aber noch hat er nicht gedrückt. Nee. Noch drückt er nicht, noch drückt er nicht, noch drückt er nicht, noch drückt er nicht. Drück doch mal drauf, auch in das Slow-Mo jetzt, wirklich. 60. Wow. Wahnsinn. Wow. 3 zu 3. Okay. So, das ist der Durchgang. Wenn Bühle den Punkt macht,
ist die Show zu Ende, macht Jenke den Punkt, spielen wir noch ein letztes Spiel. Okay. Wir suchen 420. Los. So, eben wirklich Mut gehabt, draufgehauen. 420. Boah! Jenke ist doch da! Er ist doch da! Respekt. Respekt, Respekt. Alter Schwede. Respekt. Puh. Boah, das ist schon bitter, ey. Aber egal. Ah. Neues Spiel. Komm. Ja, jetzt ist auch egal. Jetzt ist auch egal, oder? Jetzt können wir auch noch bis morgen um 6. Das ist völlig los. Tut mir leid. Oh, ich hab nicht an euch gedacht. 14 Punkte. Ich hab gar nicht dran gedacht, dass ihr nach Hause wollt. Für sorry. Jenke. Nein, wir wollen nicht nach Hause. 58 zu 47.